Oh, weit und breit keine Lockpick-Kiste. Auch keine andere Kiste, einfach nix. Oh! Hallo! Moinsen! Schüsschen! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subsistence im Brutalmodus, im Hardcore. Und ich habe ja schon letztens gesagt, na, da wird wohl der November bald hereinbrechen. Und es brach. Da haben wir den November anzufassen. Deswegen würde ich sagen, sollte ich mein Jäckchen wieder mitnehmen. Das könnte nämlich jetzt sehr schnell recht unangenehm werden. Und ohne Jacke sogar lebensgefährlich hier in Alaska. Deswegen ziehe ich das Jäckchen jetzt mal noch an. Ja, wir müssen auch mal gucken demnächst, dass wir die gute Hose kriegen, ne? Und dann sind wir eigentlich kleidungsmäßig sehr gut ausgestattet. Wie sieht's eigentlich aus? Ist alles noch der Pullover? Der wäre bald schon so weit, dass man den mal reparaski könnten. Aber sonst... Ja, ich habe übrigens noch die eine Patrone gemacht, dass ich das wieder aufgefüllt habe. Damit sind wir aber auch hier mit den Patronenhülsen am Ende. Und ich habe nochmal geguckt, die herzustellen ist echt teuer. Deswegen würde ich sagen, wenn wir gleich das Windrad aufgefrischt haben da... Muss mal eben gucken. Reicht das schon? Ich glaube, 80 Masse brauchen wir dafür. Dann mache ich den mal ganz kurz an hier. Komm. So viel Strom brauchen wir dafür nicht. Dann machen wir das noch und dann hauen wir ab. Und dann gehen wir mal gucken, ob wir Lockpick-Kisten-mäßig da was auf die Reihe kriegen. Ach ja. Ach ja, futtern muss ich auch noch was. Das könnten wir auch schon mal machen hier. Fisch haben wir eine Menge, ne? Erstmal noch ein bisschen Fisch. Tomate. Nochmal ein Fisch. Nochmal Tomate. Wie sieht's aus? Fast. Ist das da bei dem Wolf ein Schrott? Direkt hinter dem Wolf. Bei den Hinterläufen. Da liegt doch Schrott, oder sieht das nur so aus? Hä? Doch, ne? Einfach nur mal einen Versuch. Oh, leer. Ach, der hat ja noch richtig viel. Das ist raushauen, das ist doof. Und ist das jetzt Schrott oder nicht? Aber jetzt komme ich hier nicht hoch. Komm doch her. Ne, da liegt doch Schrott, oder? Ich muss das Ding ausmachen. hier. Aus. Jetzt plästert. Ja, jetzt haben wir November. Ne? Guckt euch die Windräder an. Ich weiß genau, warum ich das will hier. Bumm. Am besten direkt weiter. Aber ich glaube, das kostet 15. Ich kann mal gucken, ob wir den Schrott kriegen da. Ja. Jetzt geht's langsam los hier. Es geht los. Noch ist es Regen und kein Schnee. Siehst du, das habe ich doch gesagt. Du bist doch schon angekratzt. Komm, du kriegst jetzt noch einen Gnadenstoß hier. Oh. Jetzt läuft er weg. Das war jetzt gar nicht so gut. Eine große Fresse, ne? Kriegen wir den 43? Ja, aber. Einmal hätte ich sogar gar nicht schießen brauchen mehr. Oh, da steht eine Tasche. So, hier. Ratzfatz. Jetzt guckt euch die Windräder an, was hier los ist. Nun macht doch mal. Ja. Ich sag ja, im Winter, Herbst, Windräder, passt zusammen. Ich höre nichts knurren. Ich habe nämlich nicht aufgepasst.
Aber die Neugier. Komm, Baumwollsamen. Naja, fast. Oh, guck mal, Elschnecken. Nein, 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 nein. Ich kann mir das jetzt nicht erlauben. Ich brauche die Munition eventuell für brenzliche Situationen zum Leben retten. Ich kann jetzt nicht hingehen und Elche jagen. Beim besten Willen nicht. Nee. So schwer mir das auch fällt. Wo ich aber nicht widerstehen kann, ist hier diese Kiste noch mitzunehmen. Und der Lärm jetzt auch wieder, ne? Apropos, wo ich die Nägel sehe. Man könnte ja mal das schlechte Wetter nutzen, um hier mit dem Steg mal loszulegen. Wir haben doch so viel Material. Das sollte doch eigentlich nach Adam Riese, Eva Zwerg, Schürmanns Rechenbuch, ihr kennt das schon, sollte das doch eigentlich gehen, ne? Ja, guck mal hier. Da. Pass mal up. Dann mache ich jetzt mal, nachdem ich das hier erstmal gesichert habe. Machen wir mal so ein paar Bretter. Ja, nur ein ganz paar, ganz wenige. So. Ne? Zack. So, wie sieht's hier aus? 7, davon brauchen wir 4. Dann müssen wir noch so ein Bläuling machen, ne? Da, 2 Stück. Und das waren hier von 6, ne? Leider 6, ja. Mach mal. Dann braucht man ein Seil. Ist das auch so? 1, 2, 3. Ist das ein Wetter, ey? 1, 2, 3. Ich gehe aber lieber nochmal gucken. Hohoho. Nicht, dass wir abheben hier mit unserer ganzen Dude. Ja, ein Seil, 5 Schrott und ein Barren. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5. Das Seil können wir machen. Das dauert jetzt allerdings ein bisschen. So. 5 Schrott. Barren. Das Seil und den blauen. Der blaue ist fertig, ne? Ja, das sind diese Computerchips. Mainboards. So. Dann fehlt nur noch das Seil und die Masse. Und das geht ja von alleine. Da brauchen wir nur ein bisschen warten und dann klappt das schon. Jetzt habe ich natürlich das Seil da hinten drin. Ich wollte nämlich jetzt abhauen schon. Ja gut. So waren sie. Ach ja, die habe ich hier. Die bleibt hier. Da gehe ich nicht bei. Ne, das ist alles ziemlich mager. Ich sollte also wirklich möglichst vermeiden, überhaupt irgendwie zu schießen. Oh, hier ist auch keine mehr. Warte, da habe ich aber noch welche von. Die nehmen wir mal mit. Ne? Da könnte ich doch eigentlich so lange... Guck mal. Ich bis jetzt nicht gemacht, hier diese Lampe reinstellen, ja? Warte mal, ich kann doch auch, wie geht das? Welche Farbe nehme ich denn? Grün? Ah. So. Die können wir schon mal hier lassen. Dann gehen wir erstmal eine Runde. Das dauert nämlich noch ein bisschen hier, bis die Masse sich da aufgewertet hat. Das hört sich schon so kalt an. Wir müssen echt aufpassen. Wegen dem Lärm, ne? Aber ich will mal gucken. Vielleicht können wir uns... Wie spät ist denn das? Ich sehe keine Sonne. Doch, da. Vielleicht können wir uns noch bis zu dem Lockpick-Kistenbereich vorkämpfen. Aber das kommt auch so ein bisschen drauf an, wie so mein Gefühl ist bei dem Krach, ne? Weil man muss ja hier oft auch lauschen. Und dann hört man die Wölfe nicht knurren. Das kann so gefährlich sein. Ja. Oh, ja, jetzt ist man natürlich am Gucken immer, ne? Wenn man nichts hören kann, muss man gucken.
Ja, vielleicht hört das ja auch gleich auf zu stürmen hier ein bisschen. Obwohl, November ist halt November. Aber im November müsste ich doch eigentlich auch noch die Chance auf Baumwolle haben, ne? Es ist ja schließlich noch nicht Winter. Aber wie wir merken, es geht zur Sache, ne? Wettermäßig. Es wird ernster. Aber ich glaube, mit der Wintervorbereitung sind wir gar nicht mal so schlecht drauf. Die Sterberei haben wir uns auch so ein bisschen abgewöhnt. Ich könnte ja eigentlich jetzt mal bald so eine Umbauaktion machen und vielleicht doch die Hütte schon auf 3x3 bringen, weil wir haben ja echt eine Menge an Nägel schon. Ich glaube aber, der Steg ist erstmal auch nicht unsichtig, ne? Obwohl, wenn das Eis näher da ist, brauche ich den auch nicht. Aber mal gucken. Schauen wir mal. So, ich denke mal, das kann ich jetzt machen. Jetzt könnte das zum Beispiel sein, dass ich ohne Vorwarnung plötzlich angegriffen werde. Ganz einfach, weil ich das nicht habe kommen hören. Ich habe es auch total laut in den Ohren jetzt. Ist ein bisschen gewagt, glaube ich. Aber ich kann ja nicht im Winter die ganze Zeit nur zu Hause hocken bleiben. Ich meine, das reicht ja schon, wenn ich das in der Realität mache. So weit möglich. So. Okay. Der knurrt. Ich laufe mal in die Richtung. Ich hoffe, ich werde den los. Ich hoffe, ich... Ah! Ein Püschelchen. Ja, damit ist die Frage beantwortet. Ja, im November hat man noch Chancen auf Baumwolle. Wir haben in diesem Herbst aber schon einiges gefunden, ne? Also ich habe in anderen Spielen schon gehabt, in anderen Spielständen. Da habe ich den ganzen Herbst nicht eine einzige Baumwollpflanze gefunden. Oder vielleicht mal eine. Und jetzt fast jeden Tag, ne? Manchmal sogar mehrere. Also das finde ich gut. Vielleicht sind die mehr geworden. Aufpassen. Da ist doch Schrott, oder? Schrott kann ich gebrauchen. Ihr habt da einiges rausgehauen jetzt. Hier war doch. Ja klar. Ne, also diese Windräder und das Aufrüsten und so, das kostet immer viel Schrott. Aber Lockpick-Kisten-mäßig sehe ich hier nichts. Und dann vielleicht, wenn es denn geht, durchs Tal zurück oder so. So, jetzt machen wir hier noch. Ja, ich bin angespannt, weil ich weiß, ich überhöre das möglicherweise. Drei. Vier. Fünf. Fertig. Oh, weit und breit. Keine Lockpick-Kiste. Auch keine andere Kiste. Einfach nix. Oh. Hallo. Moinsen. Schüsschen. Schön, dass Sie keine Notiz von mir genommen haben. Ich habe jetzt an beiden Seiten links und rechts am Horizont was latschen sehen. Also müssen aufpassen. Ich gucke, ob ich hier zwischendurch kann. Ah ja, siehst du, da oben ist glaube ich auch irgendwas. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, wenn ich mir sicher wäre, würde ich da nicht hochgehen. Der ist ein Stück weg. Ah, Tasche. Tasche ist gut. Komm, Patronen, bitte. Brauche ich. Ah ja? Die Richtung war schon gar nicht schlecht. Und eine Hülse ist immerhin drin gewesen. Ja.
Ja. Ich meine, für alles, was man herstellen will, wo man Masse braucht, aber weniger als 100, da sollte man das timen, dass man so eins nach dem anderen herstellt. Da braucht man nämlich gar keine Maske machen, sondern kann einfach warten, bis sie sich selbst bis 100 aufgefüllt hat. Das kann man gut nutzen, diesen Gratis-Bonus da. Eigentlich braucht man nur Masse erzeugen, sei es jetzt mit dem Massegenerator oder mit dem Schredder, wenn man einen Wert von mehr als 100 braucht. Weil das geht ja von alleine nicht. Oh, da hinten ist jede Menge Erze, ne? Sehe ich gerade. Aber es ist auch gefährlich heute. Es ist so gefährlich. Ich gehe trotzdem dahin. Ich hole mir das. War das Schmerzen mit den Erzen? War doch mal ein Titel, ne? Vor einiger Zeit. Habe ich wieder Schmerzen mit den Erzen. Na, ich absichtlich, dass ich jetzt nicht renne, weil gerade bei dem Wetter, wittert leiser, rennt man dann nämlich leicht mal ein bisschen ins Verderben. So, mal gucken. Dann fangen wir hier an. Das ist aber, glaube ich, Kalium. Aber macht nichts. Irgendwann können wir das auch brauchen. Und jetzt eben akut nicht so. Hier, das ist mir wertvoller. Guck, das Wetter wird besser. Ah, ist das schön. Siehste. Küpferchen. Oh nö. Och nö. Ist genug Regen erstmal für heute. Komm, reicht. Da noch. Da müssen wir ein bisschen drauf achten, dass wir die nicht ganz aufbrauchen. Die wollte ich ja so ein bisschen sammeln, um die eventuell im Schredder zu verschreddern. Weil dafür haben wir den Schredder, sonst benutze ich den ja gar nicht. Ne? Ich habe da also oftmals den gar nicht gemacht, weil ich fand das einfach teuer. Da hinten ist eine Kiste. Und hier ist nochmal Eisen. Ne? Ist da Eisen, ne? Gucken. Luft ist rein, Eisen nehmen. Die kriegen wir noch, oder? Mit dem? Oh ja. Ich glaube, da können wir noch einen aufsammeln mit. Ich muss das nur jetzt im Auge behalten. Hat man schnell verbatzt und dann... Ei. Oh je. Wo war die Kiste jetzt? In welche Richtung? Da. Genau da, wo dieser blöde Wolf ist. Ich will aber keine Munition vertüddeln. Natürlich ein Vierer. Ach komm, scheiß auf die Kiste da jetzt. Oh. Ich habe da auch einen Balken gesehen, einen grünen. Und das war kein kleiner, das war mit Levelangabe. Ja. Ja, kaum ist das Wetter ruhiger, haben wir auch wieder mehr Viecher. Na, ist doch so. Ey, ist schon wieder nachgespawnt hier. Komm, den einen kriegen wir noch, oder? Bevor der kaputt geht. Na, ist knapp. Jetzt muss ich aufhören. Das machen wir so, indem ich den hier hinmache und den runternehme. Dir das an. Jetzt haben wir aber die Wölfe mal gespawnt, weil ruhiger und jetzt doch wieder Regen. Jetzt wird es noch mal gefährlicher, wa? Komm, dann holen wir uns das jetzt doch und dann sehen wir zu, ob wir nach Hause kommen. Ich fühle mich sehr unwohl. Wegen dem Krach habe ich das Gefühl, ich habe das nicht im Griff, was so los ist hier. Die können wir aber noch kurz greifen. So, jetzt gucke ich mal, dass ich hier durch das Tal zurückkomme, weil hier im Tal auch schon mal Lockpick-Kisten-Chance besteht, aber den nehmen wir trotzdem mit, wenn ich hier hochkomme. Was? Hallo? Aber hier. Boah, da haben wir aber jetzt einiges an Erzen gekriegt, ne? Wunderbar. So. Looky, looky. Naja.
keine Wölfe, wie ich sehe. Keine Bären, aber auch keine Lockpickkisten. Aber Fasern, immerhin. Wenigstens Fasern. Und ein Rehlein und ein Bärlein. So, aufpassen. Ich gehe mal hier drauf. Dann lass mich mal hier rüber. So. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was so auf der anderen Seite von dem Felsen ist. Ich habe jetzt auch nicht die Ruhe, jetzt hier noch so gemütlich... Ach Gott, da hat er wieder so ein Reh kaputt gemacht da drüben. Guck mal, da ist ein Elch, der ist mir jetzt aber egal. Ich hole mir jetzt noch hier das Eisen. Ja, dresch doch nochmal auf das tote Tier. Hast du doch schon tot gemacht. Bist du immer noch nicht zufrieden? Wo ist die... Hier. Oh ja. Hab zwar keine Lockpickkiste gefunden, aber... Warte, der ist aber schon nah hier. Aber, guck mal hier, drei Stück. Na, ist ein Anfang. Wir schon mal essen hier. So. Ah, da oben, das sieht schon recht reif aus da, ne? Ich muss mich auch kümmern dann, dass die Tomaten schnell wieder angebaut werden. Ist der immer noch am Brüllen da? Ich meine, ich hätte was gehört. Gib mal Ruhe da draußen. Das ist doch wahr, oder? So, wie sieht's aus hier? Ah ja? Nee, 90 müssen wir haben, ne? Komm, mach. Ich will das jetzt fertig haben da oben. Räumen wir weg. So. Schnapp. Zack. Zack. Seil haben wir schon mal fertig. Ja, genau. Den nehmen wir auch mit rüber. Ja. Den müssen wir gleich wahrscheinlich einpflanzen. Die kommen gleich in das Gerät rein. Da müsste ich einen neuen machen. Wo ist er? Da. Den können wir schon mal rausnehmen. Den brauchen wir gleich. Jo, ausmachen. So. Jo, das ist doch schon ganz ordentlich. Ja, der gehört ja da nicht rein, der gehört hier rein. So. Gemma. Ist ja gerade so windig. Hubschrauber. So, beide Windräder voll aufge... Was bringen die eigentlich gerade? 0,16 jeder. Das sind 0,32. Die beiden zusammen bringen schon so viel wie sonst der kostenlose Anteil. Ja, hier ist natürlich nicht viel, weil Sonne ist jetzt nicht so dramatisch viel. Alles fertig? Nee, noch nicht. Die beiden hier, das braucht noch. Dann warte ich noch ein bisschen, bis die alle fertig sind. Dann machen wir das schön zusammen. Kann ja nicht mehr lange dauern. Die lassen wir alle stehen. Das schmerzt. Das schmerzt wirklich. So, dann mache ich aber jetzt, damit ich das bloß nicht vergesse. So. Ne? Und dann geht's hier los. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie will ich das bauen? Hier in die Richtung, dahin oder eher so dahin? Aber das ist auch blöd, ne?
kürzeste Verbindung wäre so schräg, aber ich kann ja nicht schräg bauen. Ich kann schon, aber das wäre dann total toll. Ja, ich würde sagen so, dann kann ich ja noch ein bisschen zur Seite gehen. Da, dann müsst die erstmal weg, ne? Die packe ich dann so lange mal hier hinten hin. So, und dann würde ich sagen, machen wir erstmal 4 Stück. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Ich könnte auch die Bude größer machen, indem ich das hier breiter mache. Ich wollte ja in die Richtung größer machen eigentlich, damit wir ein bisschen von dem Felsen drin haben, ne? Das wäre jetzt gefährlich da rein. Der Wolf kommt, ich komme nicht rechtzeitig hier drauf, Bams. So. Eins ist klar, das kommt ja auf jeden Fall schon mal hier hin. So. Wenn ich aber das ist. Boah. Da habe ich von dem Raum eigentlich nichts, weil das so ein Riesenfelsen ist, ne? Ich könnte das so machen. Und wenn ich dann die hier so eine Nische mache in meiner Bude. Hätte ich da so eine Nische vom Schnee nachher. Das wird doch reichen eigentlich. Ja, ich glaube, das ist genug. Ja, mache ich so. Na? Das war's schon, ne? Hören wir noch ein bisschen? Nee! Ende Gelände. Ja, das geht, das ist teuer, das ist teuer. Ist halt teuer. Da war das doch, ne, wo der hingehört. Ja. Mach ich noch was? Ja, komm. 5 waren das für so eine Plattform, ne? 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aber das muss erstmal reichen dann. Oh, ja, 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 ja. Doch der Schrott so weggegangen, ne? Oh. Ja? Ja, ja, ja. Dieses Wetter. Das wird uns noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Wird noch schlimmer. Ja, kannst du machen, nix. Musst du gucken, blöd. So, einen können wir schon mal machen. Und dann mache ich das direkt passend. Wie war das jetzt? 12 Nägel, ne? 12 Nägel und 2 Seile, okay. So. Jetzt gucke ich mal oben. Ist das jetzt fertig? Oder immer noch nicht ganz? Hier ist alles fertig. Hier auch. Dann wird das jetzt komplett abgeerntet. Gut. Oh, wird schon duster. So schnell geht die Zeit wieder rum. Also es ist unglaublich. Jedes Mal überrascht, wie schnell die Zeit wegläuft. Zack. Machen wir das so. Hier geht's weiter. Da mache ich auch mehr von, weil da gehen nur 40 rein. Und die brauche ich aber auch wirklich am meisten. So, was haben wir denn hier? Wir haben jetzt hier einen Baumwollsamen. Dann muss ich also 15 machen, richtig? Ja, und schon ist das wieder vorbei. 15? Boah. Hat sich das schon wieder erledigt. Aber trotzdem ist das sinnvoll. Davon bin ich fest überzeugt. Gut. So wollte ich es haben. Auf geht's. Wird's nicht dunkler?
Doch, ein bisschen noch, ne? Aber manchmal, gerade bei so Regenwetter, ist das so ganz komisch mit dem Licht hier. Weiß ich auch nicht warum. Da kann man das manchmal gar nicht sagen. Ist das jetzt schlechtes Wetter oder ist das Nacht? Ach so, da haben wir ja noch den. Und einen kann ich noch machen, habe ich gesagt, ne? Das machen wir noch fertig. Na klar. Wie weit kommen wir denn dann? Na komm. Dann noch die Leiter dahin. Ist das nicht mehr viel eigentlich, ne? Guck mal. Zwei, drei Stück. Den vielleicht noch mitnehmen da, dann... Naja. Ach ja, der November. Na gut. Also, oh, ich muss schon wieder Mampfi machen. Das können wir nochmal eben trinken hier. Ja. Hier. Trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass ich die Treppe da erstmal noch dran machen sollte. Sonst stehe ich irgendwann da und komme hier nicht rauf und habe womöglich einen auf den Fersen. Ne, hier. Aber das geht so nicht. So weit komme ich gar nicht, ne? Nee, so weit komme ich nicht. Den muss ich jetzt erstmal hier ranbringen. Dann mach mal hier hin. So. Oh, ist das duster. Ich sehe nichts. So. Boah, Wetter. Ja gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich finde, wir sind ganz gut weitergekommen. Wir haben nur ein kleines Munitionsproblem. Da muss ich also drauf achten. Und ja, lasst mir ein Like da. Schreibt Kommentare und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann. Bye, bye. Tschüssi. Und da hört's auf zu. So.